mir, ich mache heute ein Video zum Thema Haare, weil eine Haarroutine war das von euch am meisten angefragte Video. Deswegen spreche ich heute mit euch über meine Haare. Ich habe das Video bewusst nicht Haarroutine genannt, weil ich nicht so wirklich eine Haarroutine habe. Also deswegen Haarupdate. Ich hatte vergangenes Jahr eine Haarroutine gedreht und da hatte ich euch Produkte von Kérastase vorgestellt, die ich auch nach wie vor empfehlen kann. Also ihr könnt euch das Video auch hier mal anschauen. Ja, ich stehe eigentlich zu allem, was ich gesagt habe und die Produkte, die sind auch immer noch gut. Also könnte man sagen, ist noch aktuell diese Routine und deswegen verlinke ich euch die mal. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ja, ich benutze die Kérastase-Produkte aber nicht mehr, weil die mir einfach zu teuer sind. Also es hat wirklich, die Produkte haben schöne Haare gemacht, die sind wirklich toll, aber gerade für jemanden wie mich, der seine Haare täglich wäscht, ist es auf Dauer einfach preislich nicht machbar. Also wenn ihr eure Haare nur einmal in der Woche wascht, dann ist das vollkommen okay, der Preis, aber so geht es nicht. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass für mich auch Produkte helfen, die günstiger sind, also die man in der Drogerie bekommt. Da muss man halt einfach für sich gucken, was einem da mir zusagt. Also das ist wirklich, muss man einfach für sich rausfinden. Da sich die meisten von euch ja eine Haarroutine gewünscht haben, dachte ich, ich suche jetzt einfach mal so die Sachen zusammen, die ich im Moment benutze und auch gut finde und welche Produkte ich weniger gut finde. Also ja, wie gesagt, ich habe ja nicht so wirklich eine Haarroutine. Ich benutze einfach die Sachen, die gerade so bei mir rumfliegen, weil ich kriege zum Beispiel auch sehr viel zugeschickt und das teste ich dann natürlich auch alles. Und ja, ich zeige euch jetzt am besten mal die Sachen, die ich momentan so benutze und auch gut finde. Und zwar habe ich hier zum einen von L'Oreal Paris diese Everridge-Reihe. Also hier benutze ich eigentlich nur das Shampoo. Das ist ein Nährpflege- und Reparatur-Shampoo. Das enthält keine Sulfate. Ja, das ist eben für geschädigtes Haar und ich mag das eigentlich total gerne. Ja, da steht es, also trockenes, stark geschädigtes Haar. Also das haben auch meistens die, das haben auch meistens die Langhaarigen unter uns. Also die haben sehr oft mit trockenen Haaren zu kämpfen, so auch ich. Und meine Ohrringe klimpern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber ich finde die so schön und ich wollte sie mal wieder tragen und sie klimpern. Ja, also Shampoo benutze ich momentan das hier. Spülung, also ich erkläre das mal von vorne. Also ich wasche meine Haare ja jeden Tag und da benutze ich im Moment dieses Shampoo, eben bis es leer ist und dann benutze ich halt einfach wieder ein anderes. Spülung benutze ich nicht mehr täglich. Also ich habe Spülung auch mal oder halt Conditioner täglich verwendet. Das mache ich aber jetzt nicht mehr, weil ich inzwischen so für mich festgestellt habe, also das kann ja bei jedem anders sein, aber ich habe für mich festgestellt, dass weniger einfach mehr ist und ich komme ja auch so gut durch meine Haare. Also ich brauche den Conditioner nicht, um meine Haare durchzukämmen, sondern einfach, dass sie so ein bisschen, ja, mehr Glanz haben und einfach so ein bisschen geschmeidiger sind. Aber ja, für mich reicht es jetzt nur noch einmal die Woche und da benutze ich hiervon, ich muss aufpassen, dass es nicht tropft, von Alverde, die Sensitivspülung Birke Salbei. Das ist für irritierte und empfindliche Kopfhaut und ohne Silikone. Falls ihr meine Haarroutine von letztem Jahr kennt oder meine Videos allgemein von letztem Jahr kennt, dann wisst ihr, dass ich Probleme hatte mit meiner Kopfhaut. Also ich habe auf einmal von heute auf morgen starken Juckreiz bekommen und dadurch eben auch dadurch hat es eben auch sehr geschuppt. Das ist ja klar, wenn es einfach juckt, dann kratzt man und dann kriegt man da auch Schuppen und also das war ganz schlimm. Also das war richtig übel. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und richtig schlimm und das war gerade immer so um die Prüfungszeit. Deswegen dachte ich halt, ja, Prüfungszeit, Stress, vielleicht kommt es daher, weil viele von euch sagten auch, dass es von den silikonhaltigen Shampoos kommt. Aber ich habe jetzt, glaube ich, von Sommer bis zu diesem Jahr eigentlich, also wirklich einige Monate, silikonfreie Produkte verwendet und der Juckreiz ging nicht ganz weg. Also ich hatte hiervon auch noch das Shampoo, das habe ich immer verwendet und dadurch ging der Juckreiz stark zurück, aber er war einfach immer da. Und wenn ich meine Haare mal einen Tag nicht gewaschen habe, also so einen Tag dazwischen gelassen habe, da wurde der Juckreiz eben schlimmer. Also ich musste sie wirklich waschen, weil es sonst so angefangen hätte zu jucken. Und dadurch ging es eben so stark zurück, aber es ist eben nicht ganz weggegangen. Aber ich benutze es nach wie vor gerne, weil es einfach, ja, es mildert das Ganze eben einfach ein bisschen. Aber das Juckreizproblem habe ich nach wie vor und es ist echt, also ich würde sogar sagen, es nimmt so ein bisschen Lebensqualität. Also es ist wirklich nervig und permanent ist man so am Kratzen und weiß nicht, die anderen Leute denken wahrscheinlich schon, man hat Läuse oder so, aber ja, ich weiß nicht, was der Ursprung für dieses Problem ist, keine Ahnung.
Ja, also die Spülung hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich, also die benutze ich einmal pro Woche und auch relativ häufig das Shampoo dazu. Das ist jetzt gerade der, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber es ist dieselbe Verpackung, das empfehle ich auf jeden Fall auch. Ich empfehle auch generell die Haarshampoos von Averde, weil die einfach, ja, die sind eben nicht so aggressiv, würde ich sagen. Und also mir sagen die sehr zu und deswegen kann ich die nur empfehlen. Es gibt ja auch diese Kuren, die man so, keine Ahnung, jede Woche oder alle 2 Wochen verwendet, die man dann im Haar so ein bisschen einwirken lassen muss und dann wieder ausspülen muss. Und da muss ich sagen, da benutze ich eigentlich seit einiger Zeit gar nichts mehr. Ich halte das aber für sinnvoll und ich werde demnächst mal das hier testen. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist ebenfalls aus dieser Ever Rich Reihe, von dem ich auch das Shampoo benutze und auch sehr gern mag. So ein, wie nennt sich das? Eine Tiefen-Nährpflegemaske. Und ist eben auch ohne Sulfate und eben auch für stark geschädigtes Haar. Also auch, ja, für mich geeignet. Also ich habe momentan auch so ein bisschen mit, ja, habe ich ja schon gesagt, mit trockenen Haaren zu kämpfen, mit Spliss. Und ich fürchte, ich muss meine Haare auch demnächst wieder um einiges kürzen. Aber ja, ich dachte, ich probiere das hier jetzt einfach mal aus. Ich kann noch nichts dazu sagen. Also wenn es euch interessiert, werde ich das auch mal reviewen. Ist eben so eine Kur, die gibt man ins Handtuch, trockene Haare, lässt 3 bis 5 Minuten einwirken und spült es dann wieder aus. Aber wie gesagt, ich kann auch nichts dazu sagen, werde es aber ausprobieren. Ebenfalls einmal die Woche verwende ich von Kerastase dieses Haaröl. Das hatte ich in meiner damaligen Haarroutine auch gezeigt. Das ist immer noch die erste Flasche und finde ich nach wie vor wirklich super. Kommt auch immer mal wieder in meinen Monatsfavoriten vor und kann ich sehr empfehlen. Es macht das Haar sehr geschmeidig und ja, einfach schön, aber ich habe so eine Alternative auch. Also ich habe zu Hause ebenfalls noch von Gliscur das Haaröl, das mag ich auch sehr gerne. Das von Balea oder Alverde, ich weiß es gerade nicht, soll ja nicht so gut sein, aber da habe ich jetzt keinen Vergleich. Aber das hier ist auf jeden Fall super und das benutze ich einmal die Woche, nicht mehr. Und ja, wenn ich meine Haare mal welle, locke, keine Ahnung, dann nehme ich hier diesen Hitzeschutz. Also erstens mal finde ich die Verpackung recht ansprechend, gefällt mir gut und das ist eben auch von L'Oréal Paris, der Hitzeschutz von Elnette. Da steht jetzt drauf, das ist für Locken, also dass da Locken 3 Tage halten oder so, aber ich benutze es eben einfach nur als normalen Hitzeschutz und ja, das ist eben beständig bis zu 230 Grad Hitze und ich mag das wirklich sehr gerne, ich mag den Geruch und ich finde das auch angenehm, also es lässt die Haare nicht irgendwie komisch aussehen, es ist einfach, finde ich gut. Warum trage ich eigentlich eine Lederjacke? Ja, ich bin gerade auf dem Sprung. Ich muss gleich los und sieht es eigentlich so aus, als hätte ich nichts drunter. Also ich habe hier schon was drunter. Also nur, dass ihr das seht, nicht, dass ihr denkt, ich trage hier eine Lederjacke und bin nackt oder so. Also ich sehe es jetzt nicht, ob ihr das seht, aber ja. Das sind jedenfalls die Produkte, die ich gerade verwende. Dann kommen wir ja, zu meiner momentanen Frisur. Wer mich schon länger verfolgt oder wer mich letztes Jahr schon verfolgt hat oder wer meine alten Videos geguckt hat, der weiß, dass ich einen Pony hatte und man sieht es auch immer noch. Also hier, das war mal ein Vollpony und ich kriege auch noch täglich Mails und Nachrichten, dass ich mir doch bitte wieder den Pony schneiden lassen soll. Der sah so gut aus und das sieht jetzt doof aus, aber anderen wiederum gefällt es, dass ich den Pony nicht mehr habe, weil die ihn schrecklich fanden. Also ich werde es doch frisurentechnisch nicht allen von euch recht machen, aber ich kann es mir selber recht machen. Und ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich gerade ganz gut, dass so ein bisschen die Haare jetzt wieder aus dem Gesicht sind. Also so ein bisschen traue ich meinem Pony schon hinterher. Ich habe den gerne gehabt. Ich fand, der sah... Also ich finde, Pony steht mir eigentlich ganz gut. Viele fanden ja, dass er mir nicht so gut steht. Andere fanden, er steht mir super. Ist eben einfach Geschmackssache. Viele Leute mögen Pony an sich auch einfach gar nicht, weil sie es einfach, keine Ahnung, ja, einfach nicht schön finden, aber ich finde ihn toll und ich weiß ja jetzt, dass mir Pony steht, dass ich das tragen kann und ich kann es mir auch immer wieder bei Bedarf schneiden, aber momentan geht es mir so einfach am besten. Ich habe wieder so ein bisschen mal was anderes, weil es ging einfach darum, also ich lasse ihn seit Dezember rauswachsen und da hatte ich so eine Phase, da war ich mit mir selber, also äußerlich absolut nicht mehr zufrieden und da liegt es einfach nahe, dass man dann sein Haar... Die Speicherkarte war voll und ich hoffe, ich habe jetzt den Faden nicht verloren. Also es ging, glaube ich, darum,
dass ich gerade so im Dezember 2012 einfach ein Problem mit meinem Äußeren hatte und da lag es einfach nahe, den Pony rauswachsen zu lassen, weil das ja dann schon eine krasse Veränderung, weil viele fanden halt auch, dass ich ohne Pony einfach komplett anders aussehe und das ist halt nun mal so, wenn man einen Pony hat, dann sieht man einfach anders aus, wie wenn man keinen hat und das war dann für mich einfach so eine große Veränderung, weil ich mich auch noch nicht von meinen Haaren trennen konnte, aber momentan muss ich sagen, also ich habe immer so, das ist je nach Phase, also ich habe in letzter Zeit eine Phase gehabt, da habe ich meine Haare sehr oft offen getragen, weil sie mir einfach gefallen haben, aber jetzt im Moment finde ich meine Haare gerade fürchterlich und ich würde sie am liebsten abschneiden. Also ich würde sie nicht kurz abschneiden, sondern einfach so, wie ich sie früher getragen habe. Also ich habe sie immer so bis lang getragen, bis hier und momentan sind sie ja, oder vielleicht sogar kürzer, momentan sind die ja wirklich so lang, wie ich sie noch nie hatte, was ihr jetzt ja gerade nicht seht, weil ich einen Zopf trage. Also ja, momentan habe ich wieder die Phase, wo ich am liebsten meine Haare irgendwie zusammengebunden trage mit einem Zopf oder Dutt, Pferdeschwanz, wie auch immer, weil mich meine Haare einfach super nerven. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich keine dicken Haare. Ich habe recht dünne Haare und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit meiner Haardicke oder eher dünne, so richtig lange Haare einfach nicht so schön aussehen, als wie wenn meine Haare dick wären. Also ich finde, die Länge ist nicht so optimal, glaube ich, aber irgendwie hänge ich so arg dran, weil ich war jetzt seit 2 Jahren... Seit Dezember 2010, 2,5 Jahre, war... Wann sind es 2,5 Jahre? Ja, also ich und Mathe. Ihr wisst schon, so lange war ich jetzt nicht mehr beim Friseur, weil, ja, ich habe Haare, also eine Haarstruktur, die ist sehr empfindlich. Meine Haare kriegen deswegen auch immer relativ schnell Spliss oder Spliss, heißt es so, ja. Und Haarbruch und so weiter und deswegen, ja, wenn ich... Beim Friseur war, 2 Wochen später habe ich eben wieder Spliss. Und es ist bei mir einfach so, das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Haare nicht gut genug pflege oder nicht pflege oder was weiß ich, sondern sie sind einfach so empfindlich und dagegen kann man nichts machen. Und deswegen hat meine Friseurin mir die auch immer wieder auf die gleiche Länge abgeschnitten und ich hatte nie die Chance, meine Haare richtig lang wachsen zu lassen. Deswegen bin ich nicht mehr zum Friseur und dachte einfach, ich schneide einfach mir regelmäßig die Spitzen. Und so habe ich das bisher gemacht und... Natürlich habe ich jetzt nicht wirklich einen Schnitt drin, so richtig. Also ich habe mir selber Stufen reingeschnitten, das hat mir soweit auch gefallen, aber man sieht einfach, dass ich schon länger nicht mehr beim Friseur war. Und ja, ich bin gerade so im Überlegen, ob ich mir meine Haare wieder so abschneide, wie ich sie immer hatte. Also nicht ganz kurz, das ist auch so eine Sache, die gefällt mir nicht. Viele haben auch geschrieben, ja, Long Bob oder so. Und ja, das ist einfach eine Frisur, die ist nichts für mich. Also an anderen gucke ich mir das gerne an, aber für mich ist das eben einfach nichts, das gefällt mir an mir. Nicht so gut, ja, aber ich würde sie wahrscheinlich einfach wieder auf so eine, ja, einfach wieder ein sehr gutes Stück kürzen, dann sind die auch wieder gesund und ich habe einfach mal wieder was anderes. Also momentan bin ich sehr unzufrieden, aber ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch noch ein bisschen, weil bei mir ist halt oft das Problem, dass sie mir nach ein paar Wochen dann doch wieder super gefallen und ich habe keine Ahnung. Also ja, ich muss mal so ein bisschen überlegen. Zu meiner Haarstruktur habe ich mich ja schon geäußert. Also ich habe sehr dünnes Haar, sensibles Haar. Aber ich habe zumindest das Glück, dass ich jetzt nicht ganz so wenig Haare habe. Also sie sind zwar dünn, aber ich habe davon nicht ganz so wenig, wenn man das so sagen kann. Und ich habe wirklich komplett glatte Haare. Also die sind nicht nach dem Lufttrocknen ein bisschen wellig oder lockig oder so, sondern die sind einfach glatt. Und das ist ja so eine Haarstruktur, die mögen ja viele, da träumen auch viele davon, aber... Ich hätte sie super gern wellig und ich finde auch, wellige Haare stehen mir besser als glatte Haare, bin ich der Meinung. Deswegen trage ich meine Haare auch oft, also wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, werdet ihr es so gesehen haben, ich trage meine Haare sehr oft wellig, weil mir das einfach gut gefällt. Da sehen meine Haare einfach voluminöser aus, hängen nicht so spaghetti-mäßig runter und ja, das gefällt mir persönlich halt einfach sehr gut. Deswegen trage ich die eben einfach lockig, aber ich kann sie eben nicht immer lockig tragen und deswegen muss ich mich halt eben auch einfach damit arrangieren, dass sie eben glatt sind. Und ja, es gibt immer Vor- und Nachteile und ich weiß, es ist immer so, man will immer das, was man gerade nicht hat oder nicht haben kann. Und so gesehen bin ich auch relativ zufrieden, aber ja, wellige Haare wären halt einfach schon schön. Übrigens, und ich schweife jetzt gerade wieder ab, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe seit ein paar Wochen hier so einen ganz komischen Ausschlag. Also der geht immer wieder und kommt dann immer wieder. Also richtig komisch. Ich weiß nicht, was das ist und woher das kommt. Und ich finde es einfach so komisch, da... Ja, befreit man seine Haut mal von der ganzen Foundation und lässt sie atmen und dann kriegt man Ausschlag. Es ist einfach nicht zu fassen.
Jedenfalls habe ich glatte Haare und dadurch, dass ich eben dunkle Haare habe und das werde ich auch immer wieder sehr oft gefragt, ob das meine Naturhaarfarbe ist. Ja, das ist meine Naturhaarfarbe. Ich habe unten ja diesen, das sieht man jetzt gar nicht mehr so gut, ich habe unten diesen, wenn ich das jetzt so hinhalte, sieht man es schon. Ich habe unten diesen Haarverlauf, also dieses Ombre, das habe ich mir ja im September machen lassen auf einem Event von L'Oréal. Aber ansonsten, das, was ihr hier oben seht, das ist meine Naturhaarfarbe. Werde ich sehr oft gefragt. Und dadurch, dass meine Haare eben recht dunkel sind und eben auch glatt, glänzen sie auch sehr. Da fragen viele immer, ja, was nimmst du für Produkte, dass die so glänzen? Und es ist einfach durch die, dadurch, dass die glatt und eben einfach dunkel sind, glänzen die zum Beispiel mehr als bei jemand, der blondes und lockiges Haar gleichzeitig hat. Also das ist einfach so. Und ich denke auch, da gibt es nicht wirklich ein Wundermittel, wenn man zum Beispiel einfach eine Struktur hat, die die Haare nicht glänzend aussehen lässt, dann ist es eben einfach so. Und ich denke nicht, dass man da wirklich so viel dran machen kann. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ja, wie gesagt, es gibt von jeder Haarart, jeder Haarstruktur immer Vor- und Nachteile. Und man sollte einfach mit dem zufrieden sein, was man hat. Was ich übrigens auch sehr bin, das sollte jetzt nicht so negativ klingen, aber ja, weiß nicht. Ich hoffe, das klang jetzt nicht so, ich bin mit allem unzufrieden und hier und da und... Nein, so ist es eigentlich überhaupt nicht, aber ja, manchmal hat man einfach auch ein bisschen Lust über das zu meckern, was man hat oder eben nicht hat. Das ist ja ganz normal. Jedenfalls einen Tipp, den ich euch auch mit auf den Weg geben kann zum Thema Haare. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Also klatscht euch nicht zu viele Styling-Produkte rein, sondern lasst eure Haare auch mal so ein bisschen, wie sagt man denn, ja, klatscht sie nicht einfach voll. Und wenn ihr eben sehr viele Styling-Produkte doch verwendet, weil ihr nicht drauf verzichten könnt, dann besorgt euch so ein Reinigungsshampoo, das ganze Zeug einfach mal wieder rausspült, das ihr einfach einmal die Woche verwendet. Das halte ich für sehr sinnvoll und nach wie vor gilt, möglichst auf Glätten, Lockenstab und das ganze Hitzezeugs verzichten. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt. Wie gesagt, ich benutze Glätteisen auch total gerne, einfach um mir schöne Locken zu machen. Aber ja, einfach so ein bisschen das vielleicht reduzieren. Das ist immer das Übliche, was man halt einfach sagt, weil es einfach ja, das Einzige ist, was halt hilft. Ja, das war jetzt das Video von mir und ich hoffe, ich konnte euch da jetzt so ein bisschen so einen kleinen Einblick zu meinen Haaren verschaffen. Und ja, dann schaut doch am besten noch bei meinem gestrigen Video vorbei. Ich habe so ein bisschen euch meine Unistadt gezeigt. Und dann, ja, freue ich mich auf euch, auf mein nächstes Video, das auch schon morgen kommt, weil wir sind ja immer noch mitten im Video-May. Dann macht's gut und bis morgen.